Glauben kannst du in der Kirche, richtig? Die Deutschen, nicht Muslime, sagen, Glauben kannst du in der Kirche. Oder die sagen, Glauben ist nicht gleich Wissen. Wie antworten wir Muslime darauf? Weil wir müssen mit den Deutschen nicht Muslimen reden. Wie antworten wir auf diese Argumentation, wenn ein Deutscher nicht Muslim, der Atheist ist, wie die meisten deutschen Nicht-Muslime, die an gar nichts glauben? Wie antworten wir auf so einen, der sagt, Glauben kannst du in der Kirche und Glauben ist nicht gleich Wissen? Bitte. Bei uns Muslimen heißt Glauben, dass wir an die Gewissheit an Allah und den Propheten Muhammad glauben. Aha. Im Deutschen übersetzt heißt Glauben so, man glaubt vielleicht nicht, aber bei uns Muslimen heißt das Gewissheit. Okay. Habt ihr gehört, ja? Ich würde eher Überzeugung sagen, oder? Ja, auch richtig. Wir sagen ihnen, schau mal, Iman wird als Glaube übersetzt, aber eigentlich bedeutet es die feste Überzeugung mit Gewissheit, dass Allah existiert. Und dass Allah der Anbetungswürdige ist. Und dass es Engel gibt, und dass es das Paradies gibt, die Hölle gibt, Propheten gibt, Gesandte gibt, Bücher gibt und das Schicksal gibt. Das ist die Antwort auf diejenigen, die uns sagen, Glauben ist nicht gleich Wissen und Glauben kannst du in der Kirche und so weiter. Habt ihr verstanden? Okay? Dann kannst du auch noch sagen, es gibt keinen Glauben außer mit Wissen. Denn Wissen ist die erste Voraussetzung für den Glauben im Islam. Awwalu shart min shurut la ilaha illallah al-ilm. Al-ilmu qabla al-qawli wal-amal.